Bonjour, mes amis, und herzlich willkommen hier im französischen Kaiserreich des Hochmittelalters, das es in der Wirklichkeit so nie gegeben hat. Ich habe mir gedacht, ich trage noch einen ganz kleinen historischen Punkt nach. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen ausführlicher über diese Besonderheit des französischen Kaisertums gesprochen. Und ich habe nochmal hier von Bernd Schneidmüller einen kleinen Aufsatz aus dem Buch Kleine Geschichte Frankreichs. Also das Buch ist nicht von ihm selbst. Das ist von mehreren Leuten. Es wird herausgegeben von Ernst Hinrichs. Und der Bernd Schneidmüller, der schreibt dort den Epochenüberblick über die französische Herrschaft im Mittelalter. Total interessant. Ich muss das auf jeden Fall nochmal durchlesen und euch dann noch so ein paar Facts erzählen. Aber der Epochenüberblick, Seite 13 und 14, den fand ich ganz toll und den möchte ich mal ganz kurz vorlesen, weil er es nämlich sehr schön auf den Punkt bringt, worum es geht vom 9. Jahrhundert bis zum Jahr 1270. Nur nochmal kurz zur Erinnerung, wir starten ja hier im Jahr 1080. Und da hat sich die französische Herrschaft doch schon etwas eher konsolidiert, aber folgendes. Also, Frankreich ist ein eher zufälliges Produkt der frühmittelalterlichen Geschichte. Aus der Aufteilung des fränkischen Großreichs im Vertrag von Verdun 843 entstand das Westfränkische Reich, das unter Karl dem Kahlen und seinen Nachfolgern allmählich feste Konturen annahm, aber weder geografisch oder ethnisch noch kulturell oder sprachlich eine Einheit darstellte. Das heißt, im Endeffekt haben die französischen Könige genau das gleiche Problem, das auch natürlich die deutschen Könige haben. Das ist ja genauso durchmischt gewesen. Und wir sind ja auch schon in Teil 1 von diesem Let's Play, hatten wir es hier übrigens auch schon. Noch 885 führte ein dynastischer Zufall zur letzten Vereinigung der fränkischen Teilreiche, die 888 in der Königswahl eines nicht-karolingischen Herrschers überwunden wurden. Die Entstehung einer französischen Nation im Mittelalter ist darum nicht als kontinuierlicher Vorgang zu begreifen und muss als Resultat der im 9. und 10. Jahrhundert geschaffenen politischen Rahmenbedingungen verstanden werden. Denn, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt für die französische und deutsche Geschichte, man vermutet halt immer, dass Frankreich eigentlich so die Nation war, die zuerst geboren wurde. Und wenn man sich mal die frühen Nationalismusforscher anhört, zum Beispiel Ernest Renan, das war ein ganz berühmter Professor an der Sorbonne in Paris, der hat sehr stark auf diesen territorialen Aspekt abgehoben, denn es gelang den französischen Königen tatsächlich zuerst sowas wie ein einheitliches, zusammenhängendes Herrschaftsgebiet herauszubilden. Und wenn ihr euch mal diese die geografische oder die politische Landkarte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen anguckt, dann wird es gibt da einen sehr schönen Begriff für, wie das aussieht. Man nennt es auch den Flickenteppich. Ja, guckt es euch einfach mal an, wenn ihr mal irgendwo einen historischen Atlas findet oder ihr könnt es auch mal googeln. Vielleicht findet ihr ein Bild dazu. Da werdet ihr sehen, dass das Territorium der deutschen, also in Anführungszeichen deutschen Nationen, ja, das waren ja damals alles Ostfranken, ja, dass das damals viel stärker zerstückelt war als jetzt beispielsweise in Frankreich. Aber das ist eben ein großer Zufall, ein großes Zufallsprodukt, das aus diesen politischen Rahmenbedingungen entsteht, wie sie im 9. und im 10. Jahrhundert geschaffen wurden. Und deswegen steht dann auch weiter auf Seite 13, erst in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts wurde man sich im Westfränkischen Reich vor allem in beständiger Auseinandersetzung mit dem Ostfränkisch-Deutschen Reich und dem Ottonischen Kaisertum zunehmend einer eigenen Identität bewusst, die es vorher nämlich so gar nicht gegeben hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die sich im Umkreis des westfränkisch-französischen Königtums festigte. Ganz, ganz wichtig, dieser identitätsstiftende Faktor der Abgrenzung zwischen den ostfränkischen deutschen, ja, oder ostfränkisch-deutschen Reichen, sage ich mal. Die Anfänge der französischen Geschichte erstrecken sich also über Jahrhunderte, wenn auch mit einzelnen Kulminationspunkten. Erst unter den großen kapetingischen Herrschern, seit Philipp II. Augustus, der trug diesen Beinamen ja nicht ohne Grund, ne? Und ihr wisst ja auch hier, warum unsere Jungs Philipp heißen, das haben wir ja schon mal erklärt, die den politischen und geistigen Vorrang Frankreichs in Europa begründeten, wird ein vorläufiger Abschluss erreicht.
Die Geschichte Frankreichs im Früh- und Hochmittelalter kann nur aus der Vielfalt zentraler und regionaler Kräfte von Königen und Fürsten begriffen werden, die ihrerseits in den sozialen, wirtschaftlichen und mentalen Wandel eingebunden blieben. Das ist eben die große Leistung der französischen Könige, die es geschafft haben, ein total diversifiziertes, würde man also sagen, diversifiziertes oder verschiedenes, mannigfaches, Königreich, das aus was weiß ich wie vielen Fürstentümern bestand, also eben zu so einer Art Einheit zu formen. Das ist wirklich der Sonderfall des französischen Königreiches. Vorsprünge in der herrschaftlichen Durchdringung, im Bevölkerungswachstum, in der Produktion, in geistlich-geistigen Bereichen und in der Kunst ließen Frankreich zum Ursprungsland vieler Entwicklungen werden, die die gesamte europäische Gesellschaft und Kultur prägen sollten. Nach der zögernden Konsolidierung der königlichen Einflusssphäre, zunächst in der weiteren Ile-de-France, gelang im Konflikt mit dem anglo-normannischen Königtum seit 1204 der Ausgriff der Monarchie auf das gesamte Königreich. Voraussetzung für die Integration entfernter Regionen in eine zunehmend auf Paris konzentrierte Kronverwaltung, auch ein ganz wichtiger Faktor, diese Paris-Zentrierung des französischen Königtums. Und das werdet ihr auch noch heute merken. Also wenn immer in Frankreich irgendwas ganz Besonderes stattfindet oder veranstaltet wird, dann wird das fast immer in Paris veranstaltet. Es ist wirklich, damals wurde so ein Grundstein gelegt dafür, dass sich das ganze politische Leben, dass sich die ganze politische Kultur, dass alles irgendwie auf Paris zuströmt. Das nennt man auch eine Form der Zentralisierung, ja, oder man nennt es auch Zentralismus. Das ist für Frankreich übrigens ganz typisch. Es ist für Deutschland eher untypisch, denn ihr wisst ja, Deutschland besteht aus größeren Bundesländern, die zusammen eben die Bundesrepublik bilden, ja. Die Länder genießen in Deutschland noch eine recht hohe Autonomie. Das ist schon in Frankreich ziemlich anders, ja. Okay, und noch ein Punkt, woran man das ganz toll sehen kann. Die Franzosen haben ja mal den Amerikanern später ihre Freiheitsstatue geschenkt und ratet mal, wo die gefertigt wurde. Natürlich, sowas kommt immer aus Paris. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor, den wir hier nicht unterschätzen sollten. Und Paris leistete, die Stadt Paris leistete damit auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für die Einheit des französischen Königtums. So, genug dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex, aber ihr habt es bestimmt verstanden. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar. Wir machen jetzt weiter mit dem regulären Let's Play. Treten dem Feind entgegen, wie ihr befehlt, Seigneur. Oui, mon roi. Seigneur. Bereit. Also ich denke, wir sollten nochmal in die diplomatischen Informationen reingucken. Das mit dem Krieg von Spanien finde ich jetzt doch ein bisschen arg. Und wisst ihr, was ich noch ziemlich asozial finde? Wir gucken mal rein. Wir haben hier Verbündete. Venedig, Ungarn und die Papststaaten. Und weder Spanien noch Dänemark haben Krieg mit irgendeiner dieser Fraktionen. Obwohl sie mich als absolut gut erkennbarer Aggressor angegriffen haben. Das ist echt schwach. Ich meine, so können die natürlich machen, was sie wollen, ja. Dann ist diese Diplomatie aber komplett für den Arsch. Dann braucht man auch keine Bündnisse. Also echt. Oui, Seigneur. Greift an oder lass mich in Ruhe. Oui, mon roi. Oui, Seigneur. Ist jetzt die Frage, wo wir die Flotte brauchen. Wir haben immerhin 4 Schiffe da oben. Flotten zusammen. Bereit zum Segeln. Segel setzen. Nimm mal die Bogenschützen mit. Oui. Oui. Führen die Armeen zusammen. Oui, Seigneur. Und guck mal hier oben. Oui. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen.
Ja, wir Segel stellen uns setzen. Mal hier vor ihn hin. Bereit zum Segeln. Dann schippern wir nochmal hier nach Caen und dann holen wir uns da noch ein Schiff. Das Doofe ist, ich kriege jetzt halt durch diesen überfallartigen Angriff, kann ich mir keine Söldner mehr hier zusammen rekrutieren. Ich könnte natürlich noch hier die Söldner holen, aber die haben dann nur genauso viel Bewegungspunkte wie ich jetzt auch. Also das hat sich doch geändert im Vergleich zu Rome Total War. Das ist also nicht mehr so, dass die jetzt weiterziehen könnten. Sollen wir hier noch einen Priester holen? Ja, wir haben ja drei Stück hier drin, die behalten wir mal hier. So, in London ist noch mein Kaufmann fertig geworden. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Jetzt die Frage, Mon Roi? Ob ich ihn dann hier irgendwo aufstelle und ihn erstmal so ein bisschen trainiere. Und hier, dann bringt alles nicht so viel Geld. Ich wollte ja eigentlich so Richtung Dänemark hoch. Sobald stellen wir mal da oben habe, hin. Setze ich meine Reise fort. Ja, das ist super. Mon Roi, ich bin Gottes Diener. Das ist klasse. Wessen Leben soll enden? So, Nummer 1. Jetzt geht's weiter. Sind jetzt halt die Dänen dran, in Herrgotts Namen. Die hatten doch hier irgendwo einen Kaufmann. Nee, der ist zu krass. Der ist zu krass. Den schaffe ich noch nicht, aber den schaffe ich. So. Wer muss beseitigt werden? Ja, Nummer 2. Wessen Leben soll enden? Nummer 3. Wer muss beseitigt werden, Moa? Trainieren wir unsere Attentäter noch ein bisschen. Weiteres Merkmal erlangt. Ah ja, gut. Agententalent verbessert. Sehr schön. Paris holt mir mal noch einen Spion und noch einen Attentäter. Dimanche de Neufville. Was machen wir mit dir? Oui, mon roi. Wir schicken dich mal nach Caen und da kannst du ein paar Truppen rekrutieren. Ach nee, da haben wir ja schon einen. Hier, den Henri. Der muss auch noch ein bisschen trainiert werden. Dumme Überzeugungen. Ui. Geistesgestört. Mon roi. Er ist geistesgestört. So, so. Das heißt, wir packen dich einfach mal auf ein Schiff. So, und da kannst du jetzt dein Leben lang auf diesem Schiff da rumkuttern und dann bist du mir total egal. Okay. Ach so, hier haben wir noch diesen Ballistenmacher. Ja, wir können noch ein paar... Wir könnten jetzt gepanzerte Sergeants anwerben, aber ich glaube, wir müssen es noch nicht unbedingt machen. Ich glaube, der Typ ist geistesgestört, weil ich hier so ein guter Attentäter bin, kann das sein? Ja, ich will ihn jetzt am liebsten... Komm hier, dänische Prinzessin, die machen wir auch hinüber. Und sogar noch ein weiteres Merkmal, geil, wie viele Punkte hat er jetzt? 6 Punkte, exzellent. Benennt nur das Ziel. Ah, ja, dann mach dich mal so langsam auf den Weg Richtung Spanien. Mon roi. Morgen zieh ich dann weiter. Genau, zieh mal morgen weiter. Oui, mon roi. Ich denke mal, wir kümmern uns hier um diese französische Werft. Kampflos werden wir da sind euch zwei Einheiten drauf, das ist ja nicht viel. Ich denke, Portugal greift uns wahrscheinlich bald auch an. Also sonst hätten die keine Truppen auf dem Schiff. Also holen wir uns hier mal gerade 3 Schiffe. Hier holen wir uns auch noch 2. Das wird jetzt natürlich eine schön teure Sache, eine Flotte aufzubauen. Aber was wollen wir hier machen? Wir haben nicht viel andere Möglichkeiten. Wir kämpfen jetzt oben gegen die Dänen. Und unten gegen die
beschissenen Spanier. Seigneur. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, um hier die Belagerung aufzuheben. Kämpfen ist Gold. Oh, ein Diplomat? Ist irgendeiner gestorben? Fragt sich nur wer. Ja, ich denke, also wir bleiben da einfach... Oh, die Spanier haben die Belagerung aufgegeben. Ach, und jetzt ist Portugal an der Reihe. Ist ja geil. Senor, wir werden belagert. Ist ja geil. Kaufmannsgilde in Marseille. Nee, die brauchen wir nicht. Nehmt die Siedlung ein, Antwerpen. 15 Runden. Wir können sie von der Brücke aus belagern, aber wir müssen erstmal gucken... Was die diplomatischen Informationen und so weiter jetzt sagen. Also Kardinalsbericht. Bergtor von Horsens. Und Peter Scherer. Dann diplomatische Informationen. So, jetzt gucken wir mal. Befinden sich im Krieg. Portugal mit Frankreich. Folgende Seiten haben ihre Bündnisse gebrochen. Portugal und Mailand. Folgende Seiten haben ein gegenseitiges Bündnis erklärt. Dänemark und das Heilige Römische Reich. Ja, was passiert das jetzt mit meinen Verbündeten, Leute? Das ist doch die Scheiße an der Sache. Also ich hätte zumindest erwartet, dass jetzt auch Krieg mit den, anderen Völkern oder mit meinen Verbündeten haben. Das ist das, was ich doof finde. Nee, die Bauern, die brauchen wir nicht nachzurüsten. Metz, ja, da bauen wir auch den Schmied aus. Brügge. Kann man ein Rathaus bauen. K. hat einen Ballistenmacher fertiggestellt. Dann, ja, von mir aus den Bogner bauen wir aber noch weiter. Okay, gucken wir runter. Jackson hat die kleine Kirche fertig. Das ist ja very nice. Dann bauen wir mal die Rodung. Okay, was gibt's hier vom Rekrutierungsbericht? Das ist erstmal gerade egal. Ereignisse einer Seite. Okay, Michon de Bourbon, grausame Anführer, plus 2 Furcht, plus 1 Furcht, fühlt sich geschätzt, plus 1 Loyalität. Plus 1 Frömmigkeit, minus 1 Reinheit, Prinz Louis, Damenbart, plus 1 Furcht. Aha. Minus 1 Frömmigkeit. Minus 3 Kampfgeist für alle Truppen auf dem Feld. Minus 1 Beliebtheit hat negative Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung, verringert die Chance auf Nachwuchs. Aha. Gucken wir gerade in unseren Stammbaum. Hat er schon Nachwuchs? Er hat eine Menge Leute adoptiert, ne? Da, der Fulk. Das ist sein Sohn. Also er hat schon Nachwuchs. Ja, jetzt, sobald wir gut mit dem Papst stehen, kriegen wir nur noch Scheißeigenschaften, habe ich den Eindruck. Henri ist verheiratet, Michel ist verheiratet und der gehört nicht zu uns. Er hat doch schon ein Kind. Fouché. Okay. Gut, unsere eigenen Truppen haben jetzt weniger Kampfgeist auf dem Feld. Jetzt muss ich mir diesen Damenbart-Effekt mal gerade genau angucken. Da war es doch. Hier. Sein Eheversprechen für eine, in Anführungszeichen, Frau zu brechen, der ein Bart sprießen kann, ist dem Verhältnis eines Anführers zu seinen Männern nicht zuträglich. Also wenn das mal nicht ein total unnötiger Scheiß-Trade ist, da hätte man sich aber auch was Besseres einfallen. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also das ist ja echt ultra blöd. Komm, den Trade kann man doch bestimmt übertragen. Das ist echt so ein Quatsch. Okay. Also hier warten wir auch darauf, dass die Schotten uns angreifen, denke ich.
D'accord, bin unterwegs. Sende diese Ressource zurück nach Frankreich, Senior. Ja, das ist ja perfekt. Dann stell ich mal dahin. Rundenbericht. Immer noch überall auf Platz 1. Siedlung belagert. Pamplona. Und Agent entdeckt. Heiliges Römisches Reich. Ein fremder Agent wurde in der Siedlung entdeckt. Zwar hat man sich mit einer öffentlichen Hinrichtung angemessen um die Gefahr gekümmert, doch sie ist ein Beweis dafür, dass Wachsamkeit erforderlich ist. In Metz. Meine Augen sind die euren, Meister. Ja, da habe ich auch dann schon eine Idee. Stiller Beobachter. Ja, pass auf, dann geh du mal nach Metz. Und du stellst dich hier hin. Sehr gut. Wessen Leben soll enden? Versuchen wir direkt mal den Hauptmann Jens. Jens, jetzt nichts gegen dich, aber der Hauptmann muss dran glauben. Schade, er kommt noch nicht dahin. Leise und tödlich. Ja, wunderbar. Ich bin leise. Genau, einfach noch ein bisschen umbringen. Wer muss beseitigt werden, mon roi? Oh, weiteres Merkmal, cool. Wessen Leben soll enden? Ah, gut. Gut. Wer muss beseitigt werden, mon roi? Benennt nur das die spanische Prinzessin vielleicht noch, aber ich bin leise und da haben wir ja zwei Freischüsse da unten. Um den Tocke kümmere ich mich noch. Segel setzen! Wisst ihr, ich gehe also schon, meine Idee ist ja folgende. Wir gucken mal ganz kurz nochmal bei dem beim Papst rein. Also meine Idee ist ja folgende. Sowohl Spanien als auch Portugal als auch Dänemark könnten jetzt an Ansehen beim Papst einbüßen, weil ich einen sehr hohen Frömmigkeitswert bei ihm genieße oder sehr hoch im Ansehen bin bei ihm und weil ich ja ein Bündnis mit ihm habe. Deswegen will ich die jetzt nicht aktiv angreifen, sondern mich erstmal eher also nur so einigeln oder so. Oder ich weiß nicht, wie man da am besten zu sagt. Also ich will jetzt nicht die Offensive gegen ihn ergreifen. Das ist halt mehr so meine Überlegung. Und ja, ich glaube, wir stellen uns mal gerade hier nebendran. Wie ihr befehlt, Senior. Senior. So, das war also hier. Ach, da steht ja der Wachturm, ne? Dann können wir uns eigentlich immer auf spanisches Territorium begeben. So, jetzt müssten wir Verstärkungstruppen kriegen, falls er uns angreift. Ihr hasst mich, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Ich hasse dich nicht, ich halte dich einfach nur für einen gehirnamputierten Vollidioten, aber das sagt man nur so. Bereit zum Segeln! Ich stelle uns mal direkt vor seinen Hafen. Kampflos werden wir euch diese Region nicht überlassen. Uiuiui. Da ist schon ein bisschen was an Flotte dabei. Haben wir uns hier noch zwei Schiffe. So. Okay, Schiffe sind gebaut. Alles klar, Leute. Da mache ich jetzt an der Stelle Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Wenn ich die Spanier und die Portugiesen noch mehr verachte als ohnehin. Und wir bauen weiter unsere Mördergeschichte aus. Das sollten wir nicht vergessen. Die werden wichtig für uns. Wir brauchen sie gegen Dänemark, wir brauchen sie gegen Deutschland, wir brauchen sie gegen Spanien, wir brauchen sie gegen Portugal und vielleicht brauchen wir sie bald schon wieder gegen einen neuen Papst. Ja, dann, wo ist denn hier mein Diplomat? Genau, ich werde vielleicht mal die Papststaaten noch fragen, ob die da in den Krieg mit eintreten, aber ich glaube, das werden sie nicht machen, weil das ist denen total scheißegal. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute und verabschiede mich mit einem freundlichen Salut et Fraternité.